Ja, ich bin hier zusammen mit Dr. Winfried Felser von der Kompetenzzeit am Rande der IBM Business Connect. Aber auch mit dir möchte ich ein Interview machen zu dem Thema, wohin geht's beim Thema CRM. Du machst ja auf der Kompetenzzeit auch immer wieder verschiedenste Umfragen mit Experten zum Thema Next CRM. Vielleicht kannst du das auch kurz erläutern, aber kurz dich nochmal vorstellen. Ja, Winfried Felser, seit 15 Jahren betreiben wir die Competence-Zeit, bin auf der Fraunhofer-Gesellschaft. Hintergrund von uns ist, wir hatten damals schon aus Fraunhofer gesehen, dass es wichtig ist, einfach einen Transfer von Kompetenz in die Breite zu schaffen und dafür ein Portal zu schaffen. Und das machen wir jetzt über die Historie hinaus mit den unterschiedlichsten Partnern von der wissenschaftlichen und von der Praxisseite. Genau. Welche Trends seht ihr? Wohin geht's beim Thema CRM? Also bei CRM muss man wahrscheinlich zwischen den ganz weiten Visionen und dem, was Real CRM ist, unterscheiden. Manchmal ist bei Real CRM noch Datenqualität immer noch ein Thema, das vielleicht den breiten Mittelstand treibt. Next CRM nutzen wir immer als Begriff, um zu sagen, was muss eigentlich als nächstes sich wandeln. Und was ich da ganz spannend finde, ist, jetzt nicht auf ein einzelnes Feature auf Social, Mobile, Cloud, Local, Analytics zu schauen, sondern sich zu fragen, was ist eigentlich der nächste paradigmatische Wandel? Also was passiert eigentlich neu? Und da finde ich auch das ganz spannend, was zum Beispiel gleich mein Nachredner, der Ralf Korb, treibt. Der paradigmatische Wandel der Perspektive vom Unternehmen hin zum Kunden. Also dass man sagt, weg von Customer Relationship Management, wir haben eine verwalten den Kunden, hin in die Kundenperspektive hineinzugehen, in seine Customer Experience, in seine Customer Journey, in seine Touchpoints. Also wirklich zu sagen, Customer Relation ernst zu nehmen aus der Kundenperspektive heraus. Und nicht der Kunde ist das Objekt unserer Verwaltung, sondern der Kunde ist eigentlich der, der im Mittelpunkt steht. Und wir versuchen letztendlich durch eine höhere Empathie, durch eine höhere Interaktionsfähigkeit, seine Experience, seine Schnittstelle letztendlich zu optimieren. Das finde ich eigentlich den spannenden paradigmatischen Wandel, den ich an der Kundenschnittstelle erwarte. Das Thema CRM wird ja dann oft aber schon in die Richtung gespielt, dass es vertriebsunterstützende Software, Werkzeuge, Technologien darstellt, die den Vertriebsmitarbeiter im besseren Verkauf unterstützen soll. Kommt diese Kundenperspektive, die du eben angesprochen hast, ist die denn bei dem Vertriebsmitarbeiter schon wirklich angekommen oder achtet er nicht dann doch auf seinen Abverkauf am Ende des Tages? Genau, also da sprichst du jetzt echt eine große Tragik der Realität an. CRM ist ja ursprünglich mal aus CAS, Computer Aided Selling, entstanden. Und das war vielleicht der letzte ehrliche Begriff, den wir in der Community hatten. Damals ging es um Selling, ja, und vor Jahrzehnten gab es mal einen Guru, Gerd Gerken, der hatte damals schon über Interfusion und neue Schnittstellen zum Kunden gesprochen. Und der ist irgendwann ausgestiegen, der war Chef von Grey Communications, als er mal einen Vortrag vor Vertrieblern gehalten hat. Und der hat den dann auch erzählt von neuer Empathie und neuer Kundenorientierung und soziale Systeme. Da gab es damals gerade mal BTX, da gab es noch wirklich nicht das Internet als Realwerkzeug. Und dann bekam man da wenig Applaus und am Schluss ist einer aufgestanden und hat gesagt, lieber Herr Gerken, wissen Sie, was uns eigentlich interessiert? Das sind nur drei Dinge. Verkaufen, verkaufen, verkaufen. Und natürlich ist das ein Problem von CRM, aus dieser CAS-Historie, aus der Denke heraus. Am Ende muss Customer Relationship Management tatsächlich vor allem auch ein Wandel des Denkens sein. Das heißt, man muss eine andere Einstellung. Wenn jemand nur abverkaufen will, dann kann man dem so viel von Customer Experience und so weiter erzählen, wie man will. Und der wird vor allem seine Leads verwalten. Der wird auch Content Marketing nicht als Kommunikationswerkzeug sehen, sondern dem geht es vor allem, Inbound Marketing zu pervertieren hin zur Leads-Generierung. Das heißt tatsächlich, wir bräuchten eigentlich diesen Wandel. In der Realität müssen wir aber mit den Denkmodellen und mit den Akteuren leben, die wir haben. Und das ist auch das Spannende an Next CRM, diese Spannung auch mal zu diskutieren. Ja, also wo stehen wir tatsächlich, was ist tatsächlich realisierbar und was wäre eigentlich die richtige Vision? Die richtige Vision, muss man sogar eigentlich sagen, ist eigentlich Next CRM überhaupt dann CRM? Weil du hast ja jetzt auch schon mal angesprochen, wenn man überhaupt den gesamten Schnittstelle zum Kunden sieht. Ja, ihr strukturiert es ja auch in vier verschiedene Themencluster. Am Schluss muss es in einer gewissen Weise eine Konvergenz geben. Ja, also es kann schon die Silos PR, Marketing, Vertrieb.
sind ja eigentlich Anachronismen und arbeiten trotzdem heute immer noch viel zu oft aneinander vorbei. Und genauso muss man sich auch technologisch fragen. Ja. Also manche Anbieter haben heute Marketing-Suites, wo sie tatsächlich auch alles integrieren. Ist nicht die Denke, hier habe ich CRM, hier habe ich irgendetwas für die Customer Experience, hier habe ich mein Mailing, hier habe ich meine Automation. Ist das nicht eigentlich eine Altdenke und müssten wir nicht nur die Perspektive ändern, sondern insbesondere auch die Silos und die Schnittstellen überwinden und zu einer Ganzheitlichkeit kommen. Also eine Ganzheitlichkeit der Kundeninteraktion und das aus einer anderen Perspektive, nämlich aus der Perspektive des Kunden. Ob das Next CRM ist, da würde ich sagen, da bin ich skeptisch, aber in die Richtung sollte es sich paradigmatisch CRM meiner Meinung nach auf jeden Fall hin entwickeln. Und ob dann Features mit, hier zum Beispiel bei IBM, ob dann Watson uns hilft und Predictive und noch mehr Social und Automation, das sind dann alles Enabler, das sind wichtige Tools. Wenn aber das Denken nicht stimmt, wenn die Strukturen auch nicht passen, man muss auch Organisationsstrukturen anpassen. Ja? Also Social Listening zum Beispiel bringt gar nichts, wenn anschließend mit dem Listening nichts angefangen wird und die Komplexität gar nicht bewältigt werden kann. Also das Denken muss sich ändern, die Strukturen müssen sich ändern, Prozesse müssen sich ändern. Dann sind einzelne Tools tolle Enabler, dann hilft Digitalisierung. Aber das darf nicht im Fokus stehen von Next CRM, sondern Next CRM muss eigentlich die Wertschöpfung an der Kundenschnittstelle neu denken. Ja. Aber gerade wenn wir an dieser Kundenschnittstelle, also Kunde und Vertriebsmitarbeiter denken, ja. Und kundenorientiert denken heißt nicht nur mehr verkaufen, sondern auch besser verkaufen, zufriedener verkaufen im Sinne des Kunden, da braucht er ja mehr Informationen. Ist das nicht ein wesentlicher Treiber, halt auch für ein Umdenken, gerade beim Vertriebsmitarbeiter, wenn er mehr Informationen, was weiß ich, kollaborative, mobile Lösungen hat und dann einfach den Kunden besser beraten kann? Ja, also was auf jeden Fall, glaube ich, ein Irrweg ist, ein Big Data als Selbstzweckfetischismus. Ja, also wir sammeln Daten, wissen aber nachher gar nichts, was wir damit anfangen. Mittlerweile geht man deswegen ja auch von Big Data in Richtung Smart Data. Du hast das Thema Kollaboration erwähnt. Manchmal ist es viel wichtiger, dass wir uns einander austauschen, damit wir wissen, wie man eigentlich mit diesem Kunden umgeht und nicht nur untereinander kollaborieren, sondern auch mal mit dem Kunden besser kollaborieren. Ein Big Data Tool alleine ist, wie gesagt, nur der Hammer. Der macht noch keinen Michelangelo und der macht noch keinen David. Damit das mit dem David und dem Michelangelo klappt, muss der Rahmen letztendlich dafür stehen. Natürlich, wenn man am Schluss nicht die Informationen hat, wenn man keine kollaborativen Plattformen haben, die letztendlich eine neue Interaktion innen im Unternehmen und zum Kunden unterstützen, dann nutzt vielleicht manchmal die Kultur auch nichts. Aber zum Beispiel die Kultur, die Einstellung zum Kunden, ja, ist manchmal vielleicht sogar das Entscheidende. Und manchmal funktioniert das auch in manchen Teilen ohne technologische Unterstützung. Also zum Beispiel der Christian Rätsch, der ehemalige Marketingleiter bei der Telekom, der jetzt bei CEO bei Saatchi & Saatchi ist, der spricht zum Beispiel von Love Brands und von Botschaften, die man in einem Wort verspricht. Beim letzten Drucker Forum wurde ein Video ausgezeichnet mit dem Titel Simple Significance. Kann ich jedem nur empfehlen, das bei YouTube anzuschauen, wo gesagt wird, egal was man sonst macht, in der Komplexität, die wir heute haben, ist ganz wichtig, in dem Miteinander klar zu machen, was ist eigentlich das eigene Heilsversprechen, was ist die eigene Kultur, was ist die eigene Botschaft. Und das muss der andere auch wertschätzen. Ja. Wenn man den anderen nur verwaltet und eigentlich keine Botschaft hat, dann kann man die Verwaltung, die Effizienz hochtreiben. Aber am Ende ist dann doch die Effektivität letztendlich das Entscheidende. Und die geschieht halt tatsächlich nur, glaube ich, wenn das Gesamtpaket stimmt. Prima, vielen Dank fürs Gespräch. So in aller Kürze, wie üblich.